Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Fire Emblem Fates. Heute werden wir es endlich mal schaffen und diese Fuchsgeister hier von ihrem Thron wegstoßen. Der hat 6 Bewegungen, kommt der auch überall hin? Ja, der steht da etwas ungünstig, aber... Oh, wir können da gar nicht hin. Dann muss ich wohl... So. Bis wo kommt sie hin? Bis hier. Dann machen wir das mal hier so. So. Wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir nicht von allen angegriffen werden. So, und dann trennen. Moment, kommt da auch wirklich der hier nicht ran? Der da hinten kommt nicht ran, so. So. Zack. Gut, dann hier ein bisschen raus, da ein bisschen raus. Und der da ein bisschen raus. Gut, dann schauen wir mal. Ja, die Gegner greifen uns nicht an. Lass mal nochmal eine Runde verstreichen. Ja, dachte ich mir. Als Oberhaupt schütze ich die Meinen für den Frieden, so sei es. Gut, der kommt nicht nochmal dran. Also beziehungsweise wir töten ihn ja schon nicht. Deswegen. Ach nee, und dann sind die unverwundbar. Was soll denn das für ein Schwachsinn? Ja gut, da müssen wir nämlich unsere etwas quirligeren Charaktere oder etwas schwächeren Charaktere schützen. So. Es tut mir leid. So. Bestienstein Plus erhalten, dann können wir das in den Vorrat schicken. Gut. Ja. Dann warten wir mal hier ab. Und... Halt, So. Die können nicht kämpfen, aber ich möchte. So. Trennen wir sie so auf. Zack, zack. Die wandert hier hin. So. Ja. Dann können wir noch hier mit dem Stab ein bisschen hochheilen. Das ist nie verkehrt. Und dann kommen die Gegner. Okay, keine kritische Chance, macht nur 14 Schaden. Das ist... Oh, das ist schlecht daneben. Wir treffen so schlecht. 10 Schaden. Aber Mosu schlägt sich wacker, muss ich sagen. Und die hat schon wieder ein Level up. Das ist einfach... Das ist eine Kampfsau. Machen wir das so. Dann dürfte zumindest im Kampf der erledigt werden. Lass sie einfach nicht treffen. Oh, sie bekommt es trotzdem, weil sie den Kampf eingeleitet hat. So ist recht.
Zweimal 20 und sie bekommt 10. Sie hat noch keinen Schaden bekommen. Okay, das kriegen wir hin. Oder kriegen wir es hiermit hin? Damit mit der Bestienrune, das wäre auch nicht schlecht. Da macht er 26 Schaden. So, aber mit seiner Flamme soll er es machen. Nicht Moses, sondern Selena, auch wenn die keinen Schaden macht. Weil halt. Pairing funktioniert so. Immer aufs Pairing achten. Dann können wir aber hier niemanden heilen, weil niemand in Reichweite ist. Wir hatten noch so ein niedriges Level, oder wer ist kurz vorm Leveln? Ich meine, ich könnte sie hier rüber fliegen und dann kannst du sie heilen. Funktioniert auf jeden Fall auch. Oh, Level 19? Ja. Noch ein Level und dann können wir sie auch zum. Können wir sie auch upgraden, dann kann sie endlich auch mal kämpfen. Ah, schade, dass er das nicht weiter verzögern kann. Wie sieht's denn hier aus? Ich meine, mit Mosu kann ich das auf jeden Fall beenden und einer wie dürfte auch rankommen. Der hat ja schließlich Angriff. Aber wenn wir hier sagen. Oh je, nee, das kann ich nicht machen. 80%ige Chance und sie stirbt, wenn der trifft. Aber kann sie irgendwie von weiter weg zuschlagen? Auch von hier wäre nicht schlecht. Hauptsache, sie schlägt zu. Das wäre mir wichtig. Und natürlich verfehlen beide. Das ist ja mal. Und wie sieht's hier aus, wenn er von hier. Ah, das ist noch besser. 9 und 100% Trefferquote. Die ist mit den Bögen wesentlich besser. Und da haben wir den letzten Fuchs besiegt. So, eine. Oh, eine wie ein Philly. Achso, ja. Es ist vorbei. Lass uns gehen, eine wie. Hä? Ich weiß, wir hatten keine Wahl, als gegen sie zu kämpfen. Trotzdem war es falsch. Wir kamen, um Gemetzel zu vermeiden, aber am Ende waren wir diejenigen. Da war nichts zu machen, Einri. Obwohl sie von Natur aus friedlich sind, hatten sie fest vor, uns zu töten. Wir wären alle tot, wenn wir uns zurückgehalten hätten. Ich weiß, trotzdem bricht es mir das Herz. Ich weiß, was du denkst. Dass sie immer noch lebten, wären wir nicht hergekommen. Aber der Krieg würde länger dauern und andere wären nur anders gestorben. Das siehst du sicher ein, oder? Der Krieg betrifft sie nicht. Sie schützen sich nur vor potenziellen Wilderern. Sie starben, weil wir sie mit hineingezogen haben. Meinetwegen. Und was hättest du geopfert, um sie zu retten? Deine Familie? Dein Königreich? Wie bitte? Auf dieser Welt gibt es nicht den richtigen Weg. Man kann nicht alle retten. Jeder Weg stellt eine Wahl dar. Etwas zu schützen und etwas anderes zu opfern. Du kannst nur versuchen, die Menschen, die du liebst, so gut es geht, zu schützen. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen unserem Herzen folgen und das Schicksal gewähren lassen. Also vergib dir selbst, Einavi, für alles, was geschah und noch geschieht. Vergib dir selbst. Selbst vergeben? Erinnerst du dich, dass man dir über dein Schwert in Toshido gesagt hat? Dein Yato ist ein sagenhaftes Schwert, dazu bestimmt, der Welt Frieden zu bringen. Das Schwert wählt dich und du wählst diesen Pfad, verstehst du? Egal wie schwer oder traurig es ist, dieser Weg muss der richtige sein. Ich glaube fest daran. Ich hoffe, du tust es eines Tages auch. Azura. Danke. Ein Lächeln, wie schön. So kenne ich dich, Anneli. Wenn du mich aufmuntern wolltest, dann hast du ganze Arbeit geleistet.
Das war für alles. Schließlich kennt man mich als die Wehmütige. Verschwinden wir von diesem Berg, ehe die Hoshiden uns finden. Ich frage mich, ob sie wirklich recht hat. Ein Schwert, das dazu bestimmt ist, der Welt Frieden zu bringen. Bin ich denn würdig, so ein Schwert zu führen, wenn ich für einen gewissenlosen König kämpfe? Gute Frage. Ich hätte es echt besser gefunden, man hätte sich zurückhalten können und hätte dann vielleicht irgendwie was anderes gemacht. Moment, bevor wir das machen, vielleicht können wir das die Lotterie ja aufwerten. Casino, Lotterie, da, man kann sie sogar wirklich aufwerten, man. Okay, dann Onsen, Smaragdminen aufwerten. Und Lilith's Tempel aufwerten, Zubehörladen, Casino. Ich finde Casino nicht schlecht. Da kann man nämlich, glaube ich, jetzt 3 Zutaten eingeben. So, gehen wir jetzt mal hier in die Lotterie. Ich finde die Musik schon immer so ein bisschen deprimierend. Eine silberne Kugel ist schon. Stahl. Oh, Stahlbogen, das kann ich eh gleich ihr in die Hand drücken. Sie dürfte damit ja bereits umgehen können. Ist auch lustig, dass ich eine Lotterie habe, was prinzipiell mir gehört. Und dann muss ich es erst gewinnen. So, gehen wir mal ins Casino. Oh, der hat eine Zubereitung. Mal sehen. Machen wir mal Stärke und Resistenz. Ach, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Fleisch im Kohlmantel. On my honor as a knight. Finally, I'll make this quick. That was too close. Okay, das klang nicht unbedingt ermunternd. Nun, das ist etwas anders. Ich dachte, es wäre Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Kohlrouladen, das hatten wir schon. Mit Hackfleisch gefüllte Kohlblätter. Bis zum Ende des nächsten Zuges Stärke und Resistenz. Der Geschmack ist traumhaft. My, my. Das ist unglaublich. Wer immer das kocht, wird hier ein berühmter Koch. Well done. Was ist das? Schmeckt so köstlich. Lecker, Papa, kochst du mal etwas für uns? Traumhaft. Alle Männer erhielten plus ein Stärke, Resistenz und Glück. Aber nur die Männer. Die Damen nicht. Na dann. Dann müssen wir mal gucken, was wir so alles hier haben. Okay. Gut. Die Minen haben wir abgeschlossen. Immer mit den Leuten reden, die geben einem ja Sachen. Altes Brotmesser oder so. Was ist dagegen tun? Beziehung verbessert. Oh, wir könnten jetzt hier vielleicht noch die letzten Minuten wieder mal ein bisschen Beziehungen sprechen lassen. Ich meine, vielleicht haben wir ja irgendwelche, die sich auch noch aufgebaut haben. Wie hier, die hier. Caton. Selena. Was machst du denn hier? Im Lager wird erzählt, dass du unser bester Jäger bist. Das stimmt. Seit meiner Kindheit gab es niemanden, der besser war als ich. Aber deine Tage als unumstrittener Meister des Fachs sind vorbei. Sind leider vorbei. Was? Wie meinst du das? Damit meine ich, dass ich dich bei der Jagd um Längen übertreffe. Oh, du möchtest einen Wettbewerb. Das klingt prima. Unser Fleischvorrat könnte ohnehin eine Aufstockung vertragen. Wann geht es los? Ich bin dabei. Gut, aber wer verliert, muss mitten in der Stadt irgendwas Peinliches machen. Was? Etwas Peinliches? Ja, wenn keine Strafe droht, sind wir vielleicht nicht motiviert genug, oder? Da hast du wohl recht. Aber muss es wirklich mitten in der Stadt sein? Tja, ich kann verstehen, wenn du das nicht willst, wo du doch sicher verlieren wirst. Nun gut, ich akzeptiere deine Bedingung. Ich mach dich fertig. Haha, so lobe ich mir das.
Ich kann mir schon vorstellen, was sie in der Stadt dann tun müssen. So, sprich mal mit deinem Jungen. Mutter, was für ein wundervoller Zufall. Was kann ich für dich tun, mein Kleiner? Ich wollte dir etwas geben, Mama. Ui. Du hast ein Geschenk für mich? Ja, und zwar ein ganz besonderes Kleid. Oh, das ist ein sehr schönes Kleid. Das ist eines der schönsten Kleider, die ich je gesehen habe. Der Stoff ist herrlich weich und es hat genau meine Größe. Es ist schön, dass es dir gefällt. Ich hatte schon Angst, dass du es nicht magst. Sei nicht albern. Es war total lieb, deiner Mutter ein so schönes Kleid zu nähen. Woher weißt du denn, dass ich das Kleid selbst genäht habe? Na, das sieht man doch sofort. All diese winzig kleinen Stickereien, die einander gleichen wie einer dem anderen. Ich kenne sonst niemanden, der so präzise und sorgfältig arbeitet wie du. Ich kann gar nicht glauben, dass dir das aufgefallen ist. Danke, Mama. Du hast sogar meine Lieblingsfarben genommen. Ach, ich werde dieses Kleid jeden Tag tragen, wenn ich nur könnte. Ich würde. Das musst du nicht tun. Warum willst du denn andauernd dasselbe tragen? Ich will dir gerne noch weitere Kleider schneidern. Was hältst du davon? Das wäre wirklich spitze, Sohnemann. Ja, er hat ein bisschen... Was haben wir hier? Odin Effi. Achso, der hat mit ein paar zusammengearbeitet. Ich möchte mal gucken, wo sind noch Pairing. Ah, da ist noch ein Pairing. Prinz Xander, ich muss mit euch sprechen. Falls es um noch mehr Wahrsagerei geht. Nein, ihr fragtet mich beim letzten Mal, worauf meine Aussagen beruhten. Erinnert an auf Wahrsagerei, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Worauf dann? Auf euch. Ich habe in euch etwas gesehen, das mir vertraut vorkam. Worauf willst du hinaus? Der Kronprinz von Noor weiß sicher, warum man mich ein Monster nennt. Ja. Mein Körper bleibt ewig jung, und das hat nichts mit meiner Abstammung zu tun. Was glaubt ihr, ist der Grund dafür? Das weiß ich nicht. Schon in jungen Jahren praktizierte ich die dunklen Künste und wob mächtige Zauber. Aber die Macht der Magie war zu viel für ein Kind. Ein Zauber, der als Scherz gedacht war, kostete viele Menschen das Leben. Und auch von mir forderte er Tribut. Das Wachstum meines Körpers fror ein. Manchmal wollte ich einfach nur sterben, anstatt mich der Realität zu stellen. Aber ich lebe noch immer und hoffe, dass ich eines Tages Buße tun kann für all das. Allerdings musste ich einsehen, dass meine Talente nur geeignet sind, mehr Tod zu bringen. Das wirft natürlich die Frage auf, wozu das alles gut sein soll. Kann ich durch ständiges Töten Erlösung finden? Oder vielleicht etwas anderes? Wir sind uns vielleicht ähnlicher, als ich angenommen hatte. Ich würde das gern ausführlicher besprechen, falls es deine Zeit erlaubt. Ich werde euch zuhören, solange ihr wünscht. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin alt genug, um euch nützlichen Rat zu erteilen. Ja, ich weiß nicht, bei welchen Leuten das man alles erfährt, was mit dir los ist. Odin, was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwie ein Pairing? Shigure. Creighton hatten wir gerade. Haben wir noch? Wir haben kein Pairing mehr, oder? Ich meine, sie und Laszlo müssen wir nochmal weiterbringen. Kase und... Ich weiß nicht, wen haben wir frei? Beruka, Perry und Charlotte haben wir frei, wenn ich es richtig sehe. Beruka hat niemanden. Percy, geht so nicht. Shura kann nur da. Sophie ist jung, Laszlo Hammer, Kanahe, Charlotte, ja, wir haben einen Männermangel. Wobei, wir haben noch Jakob. Der könnte auch noch mit einer von den beiden dann. Ja, und ihn haben wir ja jetzt mit Beruka, wollten wir ihn zusammenbringen. Gut. So, das war's dann jetzt auch wieder für heute. Beim nächsten Mal gehen wir weiter das nächste Kapitel an, in der Hoffnung, dass wir endlich mal Richtung Ende kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin dabei bleibt und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.